Der Vesuv ist einer der gefährlichsten Vulkane weltweit. Doch an ihn grenzt ein noch explosiveres Gebiet, die Phlegräischen Felder, ein Supervulkan. Ein britisches Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, dass dieser Supervulkan deutlich häufiger ausbricht, als man bislang angenommen hatte. Steht hier womöglich ein Ausbruch kurz bevor? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Am Vesuv rumort es. In direkter Nachbarschaft liegen die Phlegräischen Felder, ein Gebiet in der Nähe von Neapel, das von Eruptionsherden durchzogen ist und somit geprägt ist durch seine starke vulkanische Aktivität. Eine Katastrophe, denn die Region dort ist wirklich dicht bevölkert. Die Menschen dort sitzen also auf einem Pulverfass und genau deswegen haben Forschungsteams weltweit die Entwicklung dort ganz genau im Blick. So auch Fachleute von der University of Oxford, die jetzt herausgefunden haben, dass der Vulkan namens Campi Phlegrei wohl häufiger in die Luft fliegt, als man bislang angenommen hat. Und das bedeutet auch, dass die Intervalle, in denen der Supervulkan aktiv wird, deutlich verkürzt sind. Zu dieser Erkenntnis kamen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil sie bei Bohrungen in Neapel und nordöstlich der Caldera entsprechende Ablagerungen gefunden hatten. Vulkanische Glase nämlich, ein Material, das in der Fachsprache auch als Maceria del Monte Tuff bezeichnet wird. Bei der Analyse stellte sich heraus, dass dieses Material aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung zu einer Eruption vor 29.000 Jahren passt. Dieses Puzzleteil hatte bislang in dem großen Rätsel um Europas Supervulkan gefehlt, denn entsprechende Ablagerungen waren zwar schon in der Vergangenheit in See- und Meeressedimenten im Mittelmeerraum aufgespürt worden. Dazu heißt es in der Studie, diese vulkanische Ascheschicht, Y3 Tephra genannt, bedeckte mehr als 150.000 Quadratkilometer des Mittelmeerraums. Doch bislang war nicht klar, welchem Vulkan sie zugeordnet werden musste. Obwohl die Analyse dieser Aschen- und Tuffschicht zeigte, dass es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Auswurf der Phlegräischen Felder gibt. Doch im direkten Umfeld des Vulkans konnten trotz intensiver Suche bislang keine Hinweise auf eine Eruption zu diesem Zeitpunkt gefunden werden. Und so gingen Experten und Expertinnen bis jetzt davon aus, dass es in dem Hochrisikogebiet der Phlegräischen Felder vor 40 und vor 15.000 Jahren zu Eruptionen kam. Bei der ersten handelt es sich wohl um einen extrem gewaltigen Ausbruch, der ganz Europa mit Asche bedeckte. Die Asche wurde sogar bis nach Russland geschleudert. Die Supereruption vor 15.000 Jahren war im Vergleich dazu wohl schwächer, hatte es dennoch in sich. Doch die aktuelle Studie zeigt jetzt eindeutig, dass auch dazwischen wohl keine Ruhe herrschte, sondern es auch zwischen diesen beiden Ausbrüchen heftig gekracht hatte. Dazu der beteiligte Forscher Paul Albert. Die Verteilung und das Volumen der Ablagerungen sprechen dafür, dass der Maceria del Monte Tuff aus einem Ausbruch der Stärke 6,6 stammt. Vergleichbar also mit der Eruption der Phlegräischen Felder vor rund 15.000 Jahren. Und auch hier hat der Supervulkan wohl dafür gesorgt, dass es über dem gesamten Mittelmeerraum zu einem Ascheregen kam. Diese Stärke ist zudem auch vergleichbar mit der des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr 1815. Dadurch starben nicht nur mehrere 10.000 Menschen, sondern es gab auch Folgen für das Klima. Nicht umsonst wird das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer bezeichnet. Diese neuen Erkenntnisse aus Oxford sind von großer Bedeutung, denn jetzt steht fest, dass der Campi Phlegrei in den vergangenen 40.000 Jahren eben nicht nur zweimal, sondern dreimal explodiert ist. Wie gesagt, befindet sich dieser Feuerberg in der Nähe einer der dicht besiedelsten Regionen Europas. Und so wären Millionen Menschen in Gefahr. Zudem häufen sich in der jüngeren Vergangenheit die Hinweise, dass der Vulkan aktiv ist und sich regt. Untersuchungen hatten unter anderem festgestellt, dass in der letzten Zeit vermehrt Gas austritt und sich wohl auch vermehrt Magma im Untergrund ansammelt. So hatte beispielsweise ein Forschungsteam aus der Schweiz 2018 festgehalten, dass der nächste große Ausbruch wohl schon bald bevorstehen könnte. Darauf kamen die Fachleute, weil sie eine Art Langzeit-Magma-Modell erstellt hatten. Dies deutet wohl an, dass sich die Bedingungen im Magmasystem verändert haben müssen und sich dort nun eine möglicherweise gigantische Menge an glühender, flüssiger Gesteinsmasse angesammelt hat. Im Jahr 2016 hatten Fachleute aus London Muster
von Bodenhebungen in der Nähe des Supervulkans hingewiesen, die wohl dafür sprechen, dass man an einem kritischen Punkt sei. Welche Folgen ein Ausbruch für die Region und auch für ganz Europa haben könnte, ist umstritten. Die Region würde höchstwahrscheinlich von einem Ascheregen begraben werden und der Himmel über Italien würde sich verdunkeln. Das Gaspartikelgemisch in der Luft würde zahlreiche Todesopfer fordern, ganze Städte würden unbewohnbar und die Vulkanasche würde den Flugverkehr lahmlegen. Katastrophe durch Supervulkan. Hat die NASA die Lösung? AAA würde ich mal sagen. Also anklicken, anschauen, abonnieren. Also hier draufklicken, ne? Bis dann. Bleibt dran.